Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auch zurück zu Let's Advent Watch. Let's Advent Watch. Nummer 12. Ja, wir schreiben den 12. Dezember. Wir haben die Hälfte geschafft, Leute. In 12 Tagen ist dann auch endlich Weihnachten. Und wir sind auf das 2. Wer hätten das gedacht? Mag sich einer mal die Mühe machen und mal raussuchen unter diesem Video und die letzten 12 Overwatches, seit ich den Adventskalender mache, seit wir Adventswatch machen, wie viel oder wie oft das 2 darunter war? Das würde mich echt mal interessieren, echt. Also ich meine, ich könnte auch selber gucken, na klar, aber ich will ja, dass ihr auch ein bisschen was tut, so. Ne, ein bisschen hier die Leute animieren, ja. Ich war ja nicht umsonst jahrelanger Animateur im Altenheim. War ich eigentlich nie, aber ich wollte es halt jetzt nur mal so aus Spaß, weil ich bin ja auch lustig und manchmal... So, das Suspekt rennt hier mit der Degel rum. Da ist einer. Schön mit der Degel hier kommen. Awe gegen Degel. Wenn er jetzt schon diesen AWP-Revolver hätte, dann wäre es ein ausgeglichenes Duell gewesen. Aber so, ja. Ich weiß nicht, wo er hinguckt. Wo guckt er denn da hin? Das verstehe ich nicht so ganz. Das sind ganz komische, ja, keine Ahnung, ich wiederhole gerne nochmal meine Frage, wo guckt der denn da hin? Oh, da hat er schon direkt zu Beginn ein Brett gekriegt, ja. Oh, die verstehen sich gut, okay, also, da ist Party Live, ja, ich schätze mal, das wird irgendwie entweder ein Dreier oder einer macht Duo-Q und haben gesagt, du bist so ein Kackbuhn, ja, verpiss dich, ich habe ein Problem mit dir, direkt mal angeschossen. Und jetzt rennen die alle auf A. Okay, gut, also ich glaube vielleicht gar nicht mal, dass er anhat. Ja. Keine Ahnung, warum die sich da die ganze Zeit anschießen. Er rennt jetzt einfach drauf, hat ihn nicht gesehen. Also gut ist er nicht. Ja, das wird wahrscheinlich irgend so eine Low Elo sein. Ich glaube, das ist auch recht früh abgehakt, ja. Griefen hätte man hier jetzt reporten können, weil er den einen Typen angeschossen hat. Aber er wurde ja als erstes angeschossen, ja? Und da kann ich mir schon genau das Szenario vorstellen. Es sind 3, 4 Leute im Stack. Er spielt Solo-Queue, wird von denen runtergemacht, weil denen irgendwas nicht passt, weil die Community auch von CS ein bisschen salty ist, ja? Wie in allen Communities, ja? Bei Dota ist das so, bei League of Legends ist das so. Das ist überall so. Es gibt ganz wenig Communities, wo halt wirklich 90% hilfsbereit sind und verständnisvoll. Hier ist das eben auch nicht so. Ich sage, es sind mehrere Leute, die zusammen in der Queue sind und er ist alleine und wurde runtergemacht, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat und dann haben die ihn natürlich alle auf dem Schirm. So, dann wird er geteamkillt und alles und zu guter Letzt wird er noch von den eigenen reported fürs Griefen und das reporte ich einfach nicht, ja. Also das macht, das sind so Kindergartenaktionen, ja. Sowas machst du, wenn du 12 bist. Und es ist auch klar, dass er dann sich sagt, wisst ihr was, Leute, dann fickt euch doch, dann renne ich einfach in die Gegner rein. Und das finde ich auch absolut normal. Wenn ihr euch nicht normal mit den Leuten oder wenn ihr euch nicht normal artikulieren könnt in einem Game, ja. Ich meine, klar, wir sind im Internet hier und wir sind die Internet-Heroes per se, ja. Wir sind alles die krassesten und besten. Wir haben alle mehr gefickt, wie wir gepisst haben, ja. Jetzt mal so im Assi-Toni-Bereich, das mal jetzt hier loszuwerden. Und, jeder ist hier der Coolste und jeder kann alles und die anderen können alle nix, ja. Aber sowas ist halt auch, das ist halt asozial, Leute. Jetzt ohne Witz, ich spreche jetzt keinen persönlich an, ja. Aber wenn ihr sowas auch schon mal erlebt habt, man muss dann doch schon so erwachsen im Kopf sein, dass man sagt, hey Leute, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wieso macht ihr denn sowas, ja? Da liefen jetzt auch die meisten, ja, weil sie sagen, okay, er grieft. Aber, Ich kann mir dieses, ich weiß nicht, was die Vorgeschichte war, ja. Ach gut, ich stürze nicht ab. Ich weiß nicht, was die Vorgeschichte war. Natürlich kann es auch einerseits sein, dass er die ganze Zeit gesagt hat, I fucked your mom, oder was weiß ich, was er da alles die ganze Zeit gesagt hat. Es kann natürlich sein, dass der Streit von ihm aus zuerst losging, ja. Er hat am Ende natürlich ein bisschen gegrieft. Ich weiß noch nicht, er wurde halt angeschossen dann auf einmal vom eigenen, dann hat er den anderen, den Teammate, der ihn
ihn angeschossen hat, zurückerschossen und all so ein Zeug. Leute, es tut mir leid, ich will da nicht unbedingt Spielbehinderung geben. Es sind dann auch zwei Leute gelieft, ja, glaube ich. Oder einer ist gelieft, ein anderer war auf AFK. Ich habe jetzt so da genau nicht drauf geachtet, weil ich zu sehr mit Moralapostel beschäftigt war. Will dem aber da jetzt nichts reindrücken. Griefing ist sowieso immer ganz schwer zu entscheiden, weil du nie weißt, was war die Vorgeschichte. Klar, wenn du jetzt siehst jetzt Runde 1 und er rennt mit dem Messer mit dem Rücken zum Gegner, ja? Das haben wir früher manchmal gemacht, wenn wir ein PCW hatten, bei Counter-Strike 1.6 zum Beispiel, und haben gesehen, dass keinerlei Win-Chance bestand. Ja, sind wir in den letzten zwei Runden einfach nur mit dem Rücken zum Gegner und hatten das Messer in der Hand, ja, dass die uns abfarmen konnten, dass die Runde dann halt schnell vorbei ist, weil leaven wollten wir nicht wegen Ehre und ach was, da war ich noch jung. Aber wie gesagt, hier jetzt ist Griefen immer ganz schwer zu bestätigen. Wie gesagt, klar, wenn er ab der ersten Runde diese Aktion macht, die ich gerade eben beschrieben habe, dann könnte man auf jeden Fall Griefing direkt bestätigen. Aber hier jetzt will ich unfairerweise kein Griefing-Urteil abgeben, weil ich nur damit arbeiten kann, was ich jetzt gerade eben gesehen habe. Ich habe gerade eben gesehen, der Junge wurde als erstes angeschossen, hat sich gewehrt, wurde nochmal ein paar Mal Team gekillt und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ne? Also, der war clean. Also, clean hat er gespielt, er hat immerhin nicht angehabt, Leute. Cool. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich jetzt direkt von euch. Haut rein. Wir sehen uns dann morgen wieder am 13. Dezember. Macht's gut. Bis dahin, euer Last Prof. Ciao.